Wasserschmuggel von Bernstein im letzten Jahrzehnt aufgedeckt. Neuer Staatsanwalt für Kaliningrad. Anhaltende Migration in das Kaliningrader Gebiet. Stadt kürzt geplante Ausgaben durch Corona-Krise. Spionage aus der Luft verhindert. Es folgen die ausführlichen Informationen. Am Grenzübergang Tschernitschewskoje zu Litauen wurde der größte Bernsteinschmuggel der letzten 10 Jahre verhindert. In einem Geheimversteck eines LKWs wurden 240 Kilo Bernstein gefunden. Der LKW wollte nach Moskau im Transit durch Litauen und transportierte Fischkonserven. Zollspezialisten fanden einen doppelten Boden und darin war die Schmuggelware versteckt. Es handelt sich um unbearbeiteten, großgewichtigen Bernstein. Kaliningrad bekommt einen neuen Staatsanwalt. Als Kandidat wurde der 38-jährige Alexander Avdejev bekannt. Bis dato arbeitete er als stellvertretender Leiter der Verwaltung der russischen Generalstaatsanwaltschaft im südlichen föderalen Verwaltungsbezirk. Am 24. April stimmte die Gebietsduma der Kandidatur zu. Die Ernennung erfolgt durch den russischen Präsidenten. Der Zustrom von Migranten in das Kaliningrader Gebiet hält an. Alleine für die ersten beiden Monate des aktuellen Jahres war ein Zuzug von 2025 Personen zu verzeichnen. Das sind 21% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Den größten Anteil am Migrationszuzug hatten Bürger aus dem russischen Mutterland mit 1.364 Personen. Der Kaliningrader Bürgermeister Alexei Silanow informierte über die Kürzung der Ausgabenpositionen im Stadthaushalt. Dies betreffe die Sozialprogramme, aber auch die Wohnungswirtschaft und den Straßenbau. Die Kürzung stehe im Zusammenhang mit den Mindereinnahmen der Stadt im Rahmen der Corona-Krise. Alle Objekte, die bereits ausgeschrieben worden sind, werden zu Ende gebaut. 2 Jagdflugzeuge vom Typ Su-27 haben ein belgisches Aufklärungsflugzeug vom Typ F-16 in der Luft abgefangen und an weiterer Aufklärungstätigkeit gehindert. Der Vorfall passierte am 24. April in neutralem Luftraum. Entdeckt wurde der belgische Jäger bei einem planmäßigen Kontrollflug russischer Jäger, als dieser sich der russischen Grenze näherte.